Am Finaltag zeigte der Sommer Spielern und Zuschauern die kalte Schulter. Stundenlanger Nieselregen verzögerte den Beginn der Endspiele um 3,5 Stunden. Dann sorgten die Platzwarte dafür, dass endlich auf dem Center Court im Steffi-Graf-Stadion gespielt werden konnte. Dort standen sich die ungesetzte Selma Stefania Kada aus Rumänien und die als Nummer 10 gesetzte Oksana Selekmeteva aus Russland gegenüber. Zwei Spielerinnen, die in der Turnierwoche ihre Konkurrentinnen dominiert hatten. Die beiden Juniorinnen begannen abwartend, wie zwei Boxer in der ersten Runde, die sich abtasten. Kada spielte, wie manchmal in diesem Turnier, zu kurze Topspin-Bälle, die eine sichere Beute von Selekmeteva wurden. Bei Vorteil der Russin kam ein langer Ball von Kada. Die Russin zieht den Schläger zurück, sie zeigt an, der Ball war aus. Doch der Schiedsrichter gibt ihn gut. 2:1 für Kada. Sie gibt die Führung nicht mehr ab, gewinnt Satz 1 mit 6:3. In Durchgang 2 nahm die Russin zeitig einen Medical Time. Sie war schon am Oberschenkel getaped. Die Physiotherapeutin kam und behandelte sie. Doch offenbar half das nichts. Sie war gehandicapt, gewann kein Spiel mehr. Dabei wollte sie im Finale ihr bestes Tennis zeigen. Doch das konnte sie nicht. So ging auch Satz 2 an Kada und zwar mit 6:0. Kada freute sich, sie gewann ihr erstes ITF-Turnier. Zuschauer und zahlreiche Ehrengäste, unter ihnen Klaus-Rüdiger Landowski und Titelsponsor David Patrick Kundler von der Allianzversicherung, verfolgten das Match. Auch Reinicke Fuchs hielt es nicht in seinem Bauch. Freudestrahlend nahm die Turniersiegerin den Hans-Röber-Wanderpokal vom Präsidenten des Tennisverbandes Berlin-Brandenburg, Dr. Klaus-Peter Walter, entgegen. Ja gut, also dieses Turnier hier in Berlin ist ja seit Jahren eigentlich unser Aushängeschild. Ne? Ein Kategorie 1 Turnier in der ITF steht ganz oben. U18, da geht es für die jugendlichen Spieler dann schon darum, wie werde ich mich auch in der Zukunft positionieren, wie geht mein Start ins Erwachsenen-Tennisleben weiter. Und deshalb gucken wir da schon ganz genau hin und schauen auch an, wie unsere nationalen Spieler hier abschneiden und wie das Gesamtniveau überhaupt ist. Es wird weiterhin bei uns ganz vorne auf der Liste sein, weil es einfach das Aushängeschild schlechthin ist. Um die Regenpause voll auszunutzen und das Turnier gut zu Ende zu bringen, fand das Juniorenfinale nicht wie geplant auf dem Center Court im Stadion, sondern parallel auf einem anderen Platz statt. Die Akteure: Topfavorit Facundo Diaz Acosta, die Nummer 1 aus Argentinien, und der 5 gesetzte Italiener Lorenzo Musetti lieferten sich ein gutklassiges Match. Zwei, die Weltstars werden können. Sie sind ähnliche Spieltypen, die mit geraden, harten und dennoch präzisen Schlägen überzeugen. Acosta punktete mehrmals mit seinen guten Aufschlägen, ebenso mehrfach mit seinem Spielwitz. Sein Paradeschlag aber ist die einhändige Rückhand, sie könnte vom Schweizer Stan Wawrinka sein. Der erste Satz verlief ausgeglichen, bis Musetti beim Stand von 4:4 ein Break gelang. Anschließend brachte er sein Service zum Satzgewinn mit 6:4 durch. Das wurmte den Argentiner. Er donnerte die Bälle nur so ins gegnerische Feld, doch absetzen von Musetti konnte er sich nicht. Im Gegenteil, er gewann kein Spiel mehr, verlor den Satz 2:6 und damit das Finale von Berlin. Musetti gewann die Allianz Kundler German Juniors 2018. DTB-Sportdirektor Klaus Eberhardt überreichte den Dr. Hermann Auert-Pokal Sven Kaiser ein Porzellanbären. Der Sieger will im nächsten Jahr gerne wieder an die Hundekille kommen. Es war ein sehr schönes und gut organisiertes Turnier, freute er sich. Die Sportmetropole Berlin ist stolz darauf, viele Turniere hier in Berlin zu haben. Und natürlich werden wir auch in den nächsten Jahren das Tennisturnier hier beim LTTC Rot-Weiß unterstützen. Denn es ist einer der kleinen Zahnräder, die es braucht, eine Sportmetropole zu sein. Und dementsprechend freuen wir uns auch und hoffen, dass es auch vom Verein im nächsten Jahr mit angeboten wird. Und das unterstützen wir dann sehr gern.